Hi Leute, ich will euch heute mal zeigen, wie man mit sehr wenig Aufwand, sehr wenig Geld und sehr wenig Material solch einen Bissanzeiger fürs Nymphenfischen binden kann. Die Dinger sind sehr praktisch, wenn man sie aber fertig kauft, sind sie oft unheimlich teuer. Und dabei kann das eigentlich fast jeder selbst machen. Jeder, der Fliegen binden kann, sowieso. Was brauche ich? Glowbug Yarn in der Farbe, in der ihr sie haben wollt. Natürlich, gelb sieht man gut, orange sieht man gut. Man sollte auf jeden Fall eine Farbe nehmen, die man gut sieht. Das Material hat den Vorteil, es ist sehr, sehr gut schwimmend. Und später wollen wir auch, dass unser Bissanzeiger oben bleibt und nicht untergeht. Dann brauche ich einen Kunststoff-O-Ring. Der hier hat jetzt 5 mm, das ist so ein Gummiring, ja, so ein kleiner. Das ist später der Gummiring, in den wir unsere Schnur einfädeln. Die gibt es hunderterweise im Baumarkt oder im Internet für ganz kleines Geld. Da kostet so ein hunderter Pack vielleicht 2 Euro. So, und dann brauche ich noch ein bisschen Bindewerkzeug für den Abschlussknoten nachher, den Whip Finisher. Ganz normal. Einmal Bindegarn und eine Schere. Dann habe ich mir noch ein ganz kleines Spezialwerkzeug gebogen. Und zwar ist das einfach ein Edelstahldraht umgebogen als kleiner Haken. Das erleichtert nachher das Einfädeln von dem Glowbug-Yarn in den Gummiring. So, die Sache ist wirklich ganz, ganz schnell. Hier noch mein Bindestock, das ist auch praktisch. Man braucht ihn nicht unbedingt, aber ich finde es ganz praktisch zu arbeiten. Ich nehme hier mein Glowbug-Yarn und schneide mir einfach mal 5 cm ab. Vielleicht kann es auch ein bisschen länger sein, bis zu 8 cm, 5 bis 8 cm, je nachdem, wie groß das werden soll, eure, und wie viel Auftrieb er haben soll. So, jetzt habe ich hier meinen Strang Glowbug-Yarn. Und jetzt kommen wir eben zu meinem Spezialwerkzeug, diesem Haken. Hier schiebe ich den Gummiring einfach auf. So, und jetzt nehme ich ein Ende von dem Yarnstrang und führe ihn hier vorne in den Haken ein. So. So. Ja, nur ein Ende, weil ich will natürlich keine Schlaufe durchziehen, sondern ich will nur ein Ende jetzt durch den Gummiring ziehen. So. Und zack. Jetzt habe ich schon fast alles geschafft. Der Gummiring ist um das Glowbug-Yarn. Jetzt falte ich das an der Stelle, so, damit quasi so ein Strang entsteht, ein Strang umbiegen, ja. Und jetzt spanne ich das Yarn in meinen Bindestock ein. Wie gesagt, man braucht es nicht unbedingt, man kann es auch mit der Hand machen, aber ich finde es einfach so besser. Jetzt gehe ich mal ein bisschen näher ran, damit ihr auch seht, was ich tue. Jetzt ist es eingespannt. Jetzt nehme ich ganz normal die Bindeseide und mache so eine Art Grundwicklung. So, schön stramm. Ein paar Mal rum. So, das war's jetzt schon mit dem Rumwickeln. Jetzt mache ich noch einen Abschlussknoten. Und zwei machen, dass es sicher hält. So, und das war's. Die Schnüre noch abschneiden. Wenn man natürlich möchte, kann man es noch lackieren oder mit
Sekundenkleber ein Tröpfchen drauf, aber das hält im Normalfall. Mir ist es noch nie aufgegangen. Und jetzt habe ich so einen Bissanzeiger, den kann ich hier unten jetzt in die Schnur einhängen. Und das Ding schwimmt super, ist schnell gemacht, kostet absolut nichts. Ja, das sind ein paar Centartikel, sind das komplett. Und ja, wenn man möchte, kann man sich den dann noch ein bisschen zurechtschneiden, so dass er ordentlich aussieht. Aber das ist alles persönlicher Geschmack. Oder kann ihn noch ein bisschen ausbürsten. Ja, vielleicht auch ein bisschen hochgebürstet, dass er noch ein bisschen besser schwimmt. Aber so im Prinzip sieht jetzt der Bissanzeiger aus. Baut's nach. Ich sag euch, der ist super. Ciao.